So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Letzte Folge ist hier das Chaos ausgebrochen. Wir sind an der Station, freuten uns unseres Lebens und dann, wie zu erwarten, ist etwas vorgefallen. Wir wollen das jetzt natürlich genauer untersuchen und dafür steigen wir hier unten in den Aufzug, während wir eine etwas moderatere Waffe nehmen, weil wir müssen ja hier nicht gleich mit dem Flammenwerfer rumrennen, oder? So. Bitte, bitte, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ruhig. Okay. Schema. Inventar ist voll. Jetzt geht's ja schon los. Jetzt geht's hier schon los. Guckt's mal her. Das Inventar ist doch ein Dauervoll. Nein, 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 nein. Mama, nein, 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 nein. Nee, also, wir nehmen das kleine Medikit-Pack. So, jetzt haben wir erstens Platz im Inventar und zweitens ist unser Leben wieder ein bisschen voller. Schön. Also hier können wir noch gar nichts machen. Wahrscheinlich müssen wir dadurch so viel Dinger durch. Hallo? Isaac, Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich werde ja noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hört Sie, ich weiß, dass Kendra mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Ach, übrigens, Isaac, seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen, ich habe keine Ahnung, was es war, habe es auch nur kurz gesehen, aber es war riesig, gewaltig. Das beruhigt mich, das beruhigt mich. Ja, da werden wir doch erstmal schauen, was ist da? Textlog, mhm. Okay. Hm. Haben wir irgendwas zum Nachladen? Jetzt da. Oh, ich mag diese Sägeblätter. Ich weiß auch nicht. Ich habe da schon so ein kleines Fetisch für diese Sägeblätter. Die sind einfach... Aha! Willst du mich eigentlich verarschen hier? Meine Güte, ey. Wahrscheinlich ist jetzt da oben das pure Chaos. Okay, Leute, ich bin ein wenig paranoid. Erstmal speichern. Aber noch ist ja nichts passiert. Noch ist ja nichts passiert. Das kommt nämlich immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Ist so typisch. Wobei, manchmal steht man auch dran, ach, da wird jetzt gleich was passieren. Und dann habe ich es nicht gesagt. Das gefällt mir überhaupt nicht hier. Schaut so löchrig aus. Naja. Schauen wir mal, wo wir lang müssen. Okay. Einfach da um die Ecke, durch die Tür da vorne. Ach du Scheiße! Da! Nein, ich will den. Verdammt! Brenn! Brenn! What the fuck? What the fuck, what the fuck, what the fuck? Warum Bosskampf? Brennen! Okay. Okay, jetzt. Ah, verdammt, nee, wieder nicht ausgewichen hier. Zum Glück habe ich Medikits. Boah, das wäre jetzt noch die endlose Katastrophe.
Ich weiß nicht, wie man gegen diese Viech kämpfen muss. Oh nee, jetzt ist auch noch die Waffe leer. Ich weiß, dass du hinter mir bist. Oh, fuck. Oh, das gibt Rache. Und wir haben uns die Ketten gerettet. Was gibt's denn hier? 5000 Credits, ja, die werde ich brauchen. Alter! Credits, Oh, verdammt. Darauf jetzt erstmal Beruhigungspillen. Audiolog, ja klar, Audiolog. Du, das ist jetzt das Letzte, was mich aufhalten soll. Okay. Ich muss da unbedingt neue Sägeblätter kaufen. Das ist jetzt schon Pflicht. Plasma-Energie. Mal wieder was zum Nachladen. Was haben wir hier? Credits. Hier. Plasma-Energie. Okay. Mehr zum Nachladen, ja. Also die Munition, die ist hier. Ah, schaut mal her. Plasma-Energie. Schon wieder. Also Munition ist hier echt so ein Thema. Gott! Wieder ganz. Verdammt! Sie schreckt mich schon sowas. Ja gut, aber wer soll denn das wissen? Aufzuglaststeuerung. Atriumaufzüge sind jetzt online. Okay, Aufgabe hinzugefügt. Hier gibt's wieder was zum Nachladen. Und hier gibt's was. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Nachladen. Okay. Ja, komm, ein bisschen Werkbank pfuschen, das kann nie falsch sein. So, Chinese-Modul, Stirs. Eigentlich braucht man nicht so viel, aber der hier würde jetzt schon mal ein bisschen. Ach, wir haben eh keine Energieknoten, dann. Kann man gleich aufgeben. So, und jetzt schauen wir erstmal. Ah, die Aufzüge haben wir aktiviert. Alles klar. Videolog. Das ist Meuterei. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Es tut mir leid, Ben, aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Also auf dem Schiff ging es auch nicht so mit rechten Dingen davor schon zu. Gut, da war jetzt die Invasion, die hat er jetzt echt nichts mehr gerissen. Okay, erstmal speichern hier. Wie immer. Da muss erstmal fleißig gespeichert werden. So, was ist denn das da unten? Schema. Laserkanone. Nett. Wohin müssen wir jetzt? Wir müssen außenrum. Was ist denn da drin? Sorry, das interessiert mich jetzt. Tote Leichen.
Ah! Ah, nein! Nicht ganz so tote Leichen. Ich nehme alles zurück. Okay. Also, man sollte nicht vertrauen, was hier überhaupt rumläuft, ansatzweise. Okay, aber für den Flammenwerfer haben wir jetzt schon wieder Munition. Ja, das schaut schon nämlich nicht schlecht aus. Dann für unsere geile Kanone dürfen wir jetzt auch wieder ein bisschen was haben. Ja, geht doch. Schauen wir mal. Irgendwie war es doch klar, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Hä, Verzerrungen? Ah, wenn ich dran sterbe, dann weiß ich schon. Ich wollte eigentlich nicht sterben. Okay. Also die Dinger sind gefährlich, okay. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so unbedingt schwer erkennbar. Ich habe da an was Schlimmeres gedacht. Schön liegen bleiben. Ja, das kannst du mal vergessen hier, ja? So wird das, so läuft das hier nicht. Der Laden läuft hier anders. Oh, cool. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich dieses Sägewerk. Das ist meine Lieblingswaffe. Ich hab da voll... Das war Liebe auf den ersten Blick. Die Waffe und ich, wir haben uns auf Anhieb verstanden. Komm halt! Ja, kann schon mal kommen. Ich komm dir mal ein bisschen entgegen. Da hier, boah, wie stehst. Fleischberg. So. Gott. Ja, bei der Waffe muss man aber aufpassen, wie nah man bei den Gegnern steht. Das. Leute, ich sag's euch. Also wenn die Viecher sich plötzlich vermehren, das ist dann auch nicht mehr so spaßig. Das war F. Alles in Ordnung. Okay, es ist eine Star-Station, aber wir haben genug. Wetten? Wetten? Ich habe mal die Waffe bereit. Es wäre nicht das erste Mal. Da vorne kommt schon... Ah! Weißt du, was ich verlangsamen soll? Ah, hä? Ich soll in die Richtung? Oh! Ah, verdammt, schon wieder. Immer dieselben hier.